Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege zusammen mit Fokker und Felix. Aber jetzt ich habe keinen Plan, welchen Operator ich spielen muss. Weißt du, was der Vorteil ist, Fokker? So gesehen gibt es fast keine Folgen ohne deine Anwesenheit, so. Weil im Urlaub habe ich eh nicht viel gemacht, in Rainbow Battlefield eh ne. Und GTA auch nicht. Aber GTA wäre mir fast ausgegangen, das heißt, ich musste persönlich hochladen, das heißt, ich habe für eine Folge GTA 19 Minuten eine Stunde gebraucht. Wie jetzt? Ach so, ja. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ich brauche jetzt noch ein paar. Nach 3 Jahren. Ich glaube, bist du behindert? Nee, nur geistig gelähmt. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Oh ja. Na ja, gut, nach Operation Health. Wetten beim nächsten Patch. Da will ich und Felix überhaupt nicht mehr Multiplayer zocken. Ja, wir werden dann werden die NAT-Typen getrennt. Du kriegst instant einen Bann, weil du falsche NAT-Typ hast. Gibt's dann so die Oberklasse und die Unterklasse. In der Oberklasse dürfen Team bloß spielen mit offenen und unten die mit geschlossenen. Alles verboten. Nee, da kommt dann so ein Spruch hier. Du darfst nicht mehr Rainbow spielen. Go hard or go home. Du darfst kein Rainbow mehr spielen und du hast kein Recht, das Geld zurückzuverlangen. Doc und Ru kamen so. Und genau. Rückgabe ist nicht. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich hab nen Itzi Bitsi. Ich stock fliegt gleich wieder raus. Bei ihr läuft bei mir alle auf der Stelle. Ich nicht. Ich denke, jeder schon mal. Tschüss. Ah ne, jetzt läuft der wieder. Wie geil, ihr sprintet alles so in Lichtgeschwindigkeit an mir vorbei. Kennst es nicht? Wir heißen auch die Flashlight. Machen wir einen auf hier, scheiße. Echt, du hast einen fucking Durchbruchsgeschoss. Das Schlimmste finde ich, dass es echt mir schon wieder fast ein Schuss gelaufen wäre. Mach doch mal auf, Junge. Ja, ich hab keine Sprengladung, Bob, Alter, ich gebe. Kenny, komm, Kenny, scheiß drauf, wir gehen hier oben rein. Ich mache jetzt die Luke mit die Bahn auf. Ich bin schon drin. Ist Typ aus. Der Wichser, der will mich vergasen, was ist denn das für ein Vogel? Hey, von wo, was? Nur, da hat er eine Gasladung hingelegt. Feindliche Aktivitäten, Bedrohung neutralisieren. Alter, nimm doch mal dein Gas hier weg! Ein Gegner verbleibt. Nein, ich will auch was machen! Den Biogefahrgut beenden. Hey! Ja! Das ist doch scheiße! Ich so, warte mal kurz, ich muss noch kurz nachladen. Mann, der Typ hat mich vom Schlachtfeld weggetrieben. Ich bin einfach durch den, das ist eigentlich so geil, du kannst durch den, wenn wir uns alle auf den Dropper gestellt hätten und ich Sledge hätte, hätten wir alle droppen können. Muss halt nur aufpassen, dass ja, oder wir hätten uns alle auf den Dropper gestellt und da hätten Puls oder so C4 gebrochen. Ja, die hatten aber keinen Puls, die sind dumm. Das geilste finde ich noch bei der Sache, wo wir mal ja 3 gegen 3 gespielt haben, wie oben den Luke auf meinem Fackel steht und mit C4, ich denke mir so, ich warte so ungefähr eine Minute oben, denke mir so, soll ich jetzt gucken und jetzt gehe ich so langsam hin und denke mir so, ja, der wirft jetzt nichts mehr und dann genau fliegt schon, ich denke bloß nicht dein Ernst. Warum? Hey, das war doch genauso, als du in die Garage gehst, ich komm in dem Moment hinter dir an die Tür rein und du drehst dich um und gibst dir jetzt den Headshot. Ach, das ist so toll, wir können jetzt sogar 5 gegen 5. Ich bin übel ausgerastet. Ja, warum 5 gegen 5? Na, weil wir nicht mehr ins Private können, das sein, das ist ein 5 gegen 5 Spiel. Sinnlos. Hey, wie 5 gegen 5? Wie 5 gegen 5? Wir können nur noch ins Spiel, wenn die 5 gegen 5 spielen. Wirklich? Den Raum sicher. Ja. Wir müssen den Bio. Guck mal, wir sind jetzt ganz krass und wir spielen jetzt 3 gegen 5. Bin ich dafür? Aber warte mal. Der hat doch gesagt, lass mal die Wände safen. Aber wir haben nicht genug Wände, also irgendein Zeit. Wir haben angefangen abzustimmen. Fucker. Ja, hoppla. Verbrenn die. Wenn du mich anschießt, ich schieß zurück und ich hab ne Diegel, also. Ich wollte eigentlich Headshot, ich hab zweimal nicht getroffen. Hast du ein Glück. Ich brauch erst mal wieder Aim, Fucker. Nur noch 10 Sekunden. Irgendwie liegt mir der Controller gerade wie so ein
Klumpen Koten da. Du musst was raushauen, schnell. Alter, ich hab die Drohne getroffen, ich bin der Hunter! Du hast ja, ist klar! Was bist du für ein Hurensohn? Er sperrt mich aus und knallt mich danach ab, alles klar? Da hat's Putz gemacht. Das war ein Unfall. Ja, du musst was raushauen. Sperrt mich aus, knallt mich danach ab. Ja, das sind Mates, Alter. Focker, weißt du noch bei der Map bei dem Haus, wo die Wand aufgeruppt haben, rausgesprungen sind und ich nur in die Wand gesaved habe? Über dir, der kommt runter. Ja, moin! Verdient, Bitch! Irgendwie da vorne ist einer auf Pink. Okay, ich bin so tot. Naja, der eine hat nur alles gedauert gewesen. Das ist einfach total. Termite kommt vorne rein, auf Ping. Da. Jetzt kommt zwei Termite. Weil Focke mir nicht sagt, dass über mir einer ist. Nee, der hat bei mir nicht Waffe gewechselt, das war's ja, ne? Wieso soll ich dir noch Tipps geben, wenn du mich einfach wegknallst? Was? Das war ja nicht gewollt, du hast auf mich geschossen. Ich hab die Tür eingeschossen, weil ich wieder rein wollte. Nee, und nicht getroffen. Das hätte ein TDT hier, guck dir an. Ja, und ich war tot. Oh, die Waffe alle. Es hätte ein TDT-Moment sein können, wenn es einfach bloß klickt, statt zu schießen. Nein, shit, nachher. Oh Mann. Wer hat abgestimmt, der ist schuld daran, dass wir jetzt verloren haben. Ende. Focke. Ja, nee, Focke. Wenn Felix mich nicht geteamkillt hätte, Focke hat wir gekillt. Wir müssen den Schlechtesten aus unserem Team daran verantwortlich machen, der bis jetzt mitgespielt hat. Das ist schön angenehm. Ne, Felix? Ich höre nur mi. Wenn es anders rübergekommen wäre, hätte es mich falsch verstanden. Ihr seid alle ignorant! Ignorant! Ignorant, sagt der mich aussperrt. Das war halt ignorant, das war mitfühlen für den Typen, den wir. Das nennt man so, wie unsere Deutsch lernte Fliegen scheint. Warum? Hinter ich hab dafür abgestimmt, ihr habt ja auch dafür. Aber du hast angefangen! Gruppenzwang, ja, du hast doch gehört? Gruppenzwang, ja, halt die Fresse! Wenn deine Mutti ins Klo kackt, gehst du auch mit kacken oder was? Ja, klar. Ja, was ist sonst? Oder wenn, keine Ahnung, wenn dein Vater vom, keine Ahnung, diesen Tod stürzt, bringst du nachher. Ja, nee, weil Felix okay, dann wahrscheinlich geschubst hat und er sagt dem. Ja, aber ich Digga, spring mal irgendwo runter, aber du musst das so wie so ein Brink machen für Felix. Du musst Felix mal ordentlich bringen, dann bringt er dich, du springst dann nachher, du breckst aber. Ey, das ist ja voll lustig, ne? Niklas! Theoretisch, weißt du, springst hinterher, Felix springt dann auch, Niklas, knallt und Knochen, den Vater Chaste bringt. Oh Mann! Freunde! Und dir? Ja. Kann ich lieber in die Leute. Ich dachte, du da auch noch reingelaufen bist. Ja, ich dachte, du kommst jetzt vorne rum und knallst dich weg, sind wir wieder cool miteinander. Und mich hat geschossen. Kenny, dahinter war direkt ein Jäger, ne? Ja, hab ich gemerkt, Shotgun. Als ich die Shotgun gehört hab. Was macht ihr denn hier? Gruppenbefummeln oder was? Geht der Mike hier? Das war ein Problem. Der liegt direkt rechts, glaube ich. Ne, er ist tot. Den behält er sicher. Ja, easy peasy, lemon squeezy. Was machst du denn da? Blend! Wer macht jetzt hier Blend rum? Wo sind die jetzt hier? Langweilige mich. Hi, da ist er. Guck, da macht er auf, ja. Ich helf dir. Guck mal, da steh ich. Weißt du, das ist auch geil in der Bar. Ach, Focke. Ist schon noch müde, wenn wir hier die Runde reißen. Weil ich schon noch zwei Runden was machen könnte. Ich weiß ja, ich habe keinen Plan. Ich würde Cavera auch im Rang spielen. Ich würde selbst Echo im Rang spielen, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Spiel ich lieber Valkyra oder Cavera im Rang, ganz ehrlich. Obwohl Valkyra manchmal besser ist. Was heißt manchmal? Eigentlich von der Fähigkeit her besser. Aber ich glaube, du musst halt auf Taktik spielen, wenn du, keine Ahnung, Bombe spielst, dass du mit Montagne gehen musst, wenn du Platin werden willst. Bombe. Aber es ist nur die Frage, wer zum Fuck.
Spielt bitte Montagne von uns. Wie ist das ein Vorteil? Ich bin jetzt endlich bei Kill und Tode bei 1,3. Ich spiel Montagne. Das siehst du, Felix hat sich als Opfer erklärt. Der ist dann jetzt unser Montagne. Das muss auch ein guter Montagne sein, nicht dass ich so denkt, ja, ich gehe jetzt einfach mal weg von der Tür, ohne was zu sagen. 5 Sekunden. Mach ich nie. Ja, nur wenn wir Bombe kriegen. Weil ich hatte jetzt schon so, ja, hätte ich echt, ne. Der Typ, das Schild steht vor einem Fenster, geht von dem Fenster weg und guckt mich an. Ja, und dann geht er in dem Moment nur, wenn der Gegner schießt und der gibt dir Headshot, ne? Nicht weil nee, der hat mich immer erschossen, aber dann guckt mich das Schild so an, wie war's denn los? Wo du bloß denkst, ja, du bist jetzt dran schuld, dass du mich anhielt, dass ich verletzt war. Ich dachte gerade, die sind schon drin. Dachte ich auch. Wenn schon wieder jemand anfängt zu schießen, wäre schon ein bekommen. Ja, ich hab mich gerade so gedacht, sind die jetzt hinten? Nein, vor allem, weil ich dann da das Ding entdeckt, dachte ich so, die sind schon in den Nei gerannt. Das wäre. Ja, die sind hinten auf. Die haben ihn aufgemacht. Ja, dann haben wir ein Problem. Ich hab über uns eine Cam, ne? Ja, wir haben Verluste. Über uns ist die Bana. Sind Gang oder was? Keine Ahnung, die sind. Ich weiß aber, dass er noch hinten im Tunnel ist. Soll ich's riskieren, Fogge? Ich liebe mein Kira, Digga. Fogge, soll ich's riskieren? Was? Hier rüber gucken, rein. Weiß ich nicht. Hi! Du! So ein! Bleib liegen. Ja, das ist so ein Schotzen-Typ, ne? Hä? Du, so, ich riskier's mal auf einmal, guckt er mich an, ich denk mir immer nur, Hilfe! Ja, weil ich den schon gesehen hatte, Mann. Ich hasse dich schon. Die waren aber über uns. Wir haben noch zwei Camps. Die Cam über uns hat Fuse weggeschossen, weißt du? Ich markiere den mit der Cam, er guckt zur Cam, ich werf sie für hoch. Zack, weg. Perfekt für einen Hinterhalt. Fuck, was machst du da? Ich hab auch nicht gewusst, wo die her schießen. Ken, okay, du hast noch C4, oder? Nope, ich habe immer noch Stacheldraht wegen dir. Wegen der Scheiße, die man da veranstaltet. Ich will es echt nicht wechseln. Alter, jetzt zieh ich noch mehr. Felix, soll ich? Was, warte. Ja, ja. Okay. Nee, mach mal nicht. Das bin ich wieder dran schuld. Na klar, bist du wieder dran schuld, das war das Hinterhand. Wir haben noch eine Twitch, eine Ibana und einen Fetcher. Und? Ja, nix und, das war's. Ja, aber... Ja, Twitch-Drohne kommt rein. Wirklich? Warum machten die das? Kann ich die Cam wieder aufheben? Nee, die ist zu weit weg. Hi! Oh. Siehst du, das ist mein Aim gerade. Ich sitze auf dem hier wo steht Fetcher. Wo steht Fetcher? Auf Ping. Wo ist denn Ping? Ja, alles klar, das ist ein Nächsten. Ich hasse dich und deine ganze Kette. So eiskalt, ja. Ah, warte, kommt rein. Dings kommt rein. Ach, er schießt erstmal auf mich. Tasten oder wie sieht's aus? Gediegelt! Hier ist Ibana, Ibana, Ibana auf Ping. Töte sie! Langen Schwanz. Mach die denn? Wo ist sie denn? Ibana hat einen kurzen Schwanz. Mann! Was? Ja, also, ich hab mich erstmal voll erschreckt, hab gar nicht gesehen, dachte, hä? Ich auch nicht. Ich hab die Hunde mit der Diebe aber noch immer angeschossen. Das Guck mal, war geil, Alter. Das war echt geil. Tu mal, steht in der Tür. Kenny, ich geh mal gucken und nicht so scheiße, er guckt mich an. Weißt du, Reflex schießt einmal, er ist tot, ich bin gedauert. Ich hab auch mit drauf geschossen. Du hast im Endeffekt erstmal die dann Folge. Guckst du mit der Cam? Die Cam's durch, da immer sagt, Felix, die ist drin, ich renn rein, wechsel zur Diegel und Kenny holst den jetzt mal. Sag Ketchup weg. Von Rainbow Six Siege, wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.